Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Mom brought so many of these home when Dad died, and not a single one described how I felt. Damn, are these all firefighters? Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Ich will da nur den Schokoriegel haben. Yes. Da hat aber einer Hunger. I want like 20 more of those. Ich habe auch gerade ein Stück Schokolade gegessen. Ich hatte so Bock drauf. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Ach, let's komm. See what I've got. Drug money turned donation money. That's almost poetic. Aber du packst doch da nicht alles rein, oder? Ich hoffe nicht. Was ist los, Tussi? Kannst du mir was erzählen? Nee, kannst du nicht. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Is this for real? Is this Drew's room? Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how... All right, then. Thank you. Hi. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. Well, it was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. I figured it might fit with my new barbarian look. You know, war paint. Awesome. Nerds. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No, not at all.
If anything, I should have thought about what happened to you before getting Rachel involved. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Erstmal umsehen, Mädel. Ooh, I want to eat that. Right now. Kannst du nicht bringen. Those must be from Steph's parents. Damn. Drew looks really low. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Feel better. I mean, no pressure. I know it's gonna take a while. You know what? I'm kinda tired. Oh. Right. I'll leave you alone. Was haben wir denn hier? Whiteboard. Damn. An 8 out of 10. Look at that. Wells being nice for a change. Ach, der Wels, ey. Der kann mir auch mal am Arsch lecken. I wonder if Drew will ever play again. That'll be an interesting read. Das nichts mehr. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. I think the football team needs thicker helmets. Yep. Definitely too many concussions. Drew's been in a lot of pain today. Na, mit ihr kann ich reden, ne? Okay, dann gehe ich mal wieder. All right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah. Tell Rachel we're rooting for her. You bet. Durfte ich nicht auf dem Bein? Was ist denn jetzt los? Chloe. James, Amber hier. Elche ist gerade aufgehört. Sie würde dich bestimmt gern sehen. Danke. Durfte ich... Ich muss da nochmal rein. Den Pudding nehmen? Oh mein Gott. Aber ich darf auf dem Bein nicht... What do you think you're doing? You don't want that pudding, right? I'll take it off your hands for you. Over my dead body. Wonder if a little friendly competition will cheer Drew up. Let's see if I can convince Drew that I need the pudding more than he does. Ja, wieder Worte, ich weiß. Good thing we're in a hospital. Because they'll know exactly what to do with your corpse. Oh. You don't scare me, Chloe Price. Know what's scary? The shit they put in cafeteria pudding.
animal connective tissue causes cancer. Doesn't matter. I'm gonna eat this pudding, and there's nothing you can do about it. You're keeping that all to yourself? Don't you care about me? Love pudding. Barely like you. So, no. If you love something, let it go. It's the noble thing to do. No. That's something losers say. Takes one to know one. Huh? I heard about last year's state championship. Oh, sports ball burn. Damn, Chloe. That was cold. Two things are best served cold. That pudding, and what I'll do to you if you don't let me have it. She's not gonna quit, is she? Okay. I give in. We can share it. All right. But don't get used to it. Sucker. Oh Gott, ist die gemein. Why are you even in my room? So good. Mission accomplished. Da ist es, Gips unterschreiben. Hey, can I sign your cast? Go for it. Something encouraging. But not too encouraging. There you go. Thanks a lot. Anytime. Yay. Super geworden. Jetzt können wir auch gehen. Jetzt haben wir schön Pudding gegessen, haben auf dem Gips unterschrieben. Jetzt latsche ich erstmal hier lang, gucken wir das Poster an. Silent Hospital slowly drive friends and family insane. Hey. Just heard the fire went out. Went out? You mean it's controlled? Those guys look exhausted. Out. It extinguished itself. How could that be? Unless you get stabbed. Hell of a fire. Wow. Rachel's mom does not look okay. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh, yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Das stimmt. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Ich hab da aber noch ein Schild. Ja.
you didn't have to bring the ice cream. Is that Samantha Myers? I feel bad. Holy shit. Nathan. Is that Nathan Prescott? It wasn't your fault. I'm a klutz. Oh, God. Nathan and Samantha together? What have I done? I should have seen that biker, though. So serious. I really regret overhearing that. I'm so glad Rachel's okay. Really can't wait to see her. Haben Sie die Tür jetzt ganz zugemacht? Yo. Auch nicht schlecht. Ist doch süß, Samantha und Nathan. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. How are you? Not great. Better with you here. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here? I mean... I'm still mad at him for everything he's done. But... it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. Mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe.
I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Ich möchte mehr Küsschen sehen, ey. Als diesen einen, den sie da hatten. Ach. Ach, wie süß. Als ich es geahnt hätte. Ah. Okay, nur 7:22. Was ist das denn? Elliot? Hey, Elliot. Hey! Wait, your hair, it's different. Yeah, yeah. I like it. It's nice. Sorry I bailed on seeing the Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No, not a problem at all. Warst du traurig? So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was insane. Holy shit. Wait, are you okay? I'm fine. She's fine too, by the way. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Was meinst du mit, ich halte dich auf dem Laufenden, nichts mit dem wir nicht klarkommen? What? I don't even know what you mean. Come on. A random psycho going around stabbing people? For no reason? Well, that's what happened. Chloe, I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Aber wo geht er hin? Wen trifft er? Ich will's sehen. Ach, der ist immer noch in sie verknallt.
Hm. Das nächste Mal frage ich als erstes, wo willst du mit den Blumen hin? Wohin? Ach ja, stimmt, die Ellie sind ja noch im Krankenhaus. Okay, 0722. Schlüssel ist unter der Fußmatte. Hat sie schon gefunden? Ganz alleine, Hello? Ohne mich. Mach die Tür zu. Okay, brauchte ich mir gar nicht merken. Davon mal ab, die Tür würde man bestimmt auch ohne diesen Zahlencode aufkriegen. Das war nicht unser Handy. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Okay, aber erstmal haben wir was gekriegt, ja. Okay, 9.5.2010. Max, ist dir je aufgefallen, dass Leute in Krankenhäusern immer flüstern? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigenen Stimmen alles realer erscheinen lassen, genau wie es niederzuschreiben. Es ist seltsam, wie ich es war, die vor wenigen Stunden etwas Gebrochenes wieder zum Leben erweckte. Ich glaube es kaum, dass ich den Truck repariert habe. Ich habe damit einmal eine Runde um den Schrottplatz gedreht, bevor Rachel auftauchte. Wir haben ein wenig gequatscht und dann wurde alles total abgedreht. Und mit abgedreht meine ich Damon Merrick, der Psychopath, der sich aus irgendeinem Grund total für Rachels leibliche Mutter und ihrem Vater interessiert. Er und Frank sind aufgetaucht und wollten wissen, was wir vorhaben. Bevor wir rausfinden konnten, warum, zog er ein Messer und stach auf Rachel ein. Ich hätte ihn vielleicht aufhalten können, wenn ich schneller gewesen wäre. Doch ich erstarrte, wäre nicht Frank gewesen. Ja, er hat uns echt den Arsch gerettet. Eine rasende Fahrt später und ich bin hier im Krankenhaus. Ich wünschte, ich könnte mir einreden, es ist nicht real. PS, ich hoffe, Frank geht es gut. Chloe, die viel zu reale. Das ist auch so eine Sache. Man sieht ja jetzt durch diese Vorgeschichte alles in einem ganz anderen Licht. Man sieht ja David, hat man ja ganz am Ende von Life is Strange in einem, auf einmal gemerkt, dass er ja gar nicht so scheiße ist, wie man die ganze Zeit dachte. Und hier merkt man eigentlich, dass Frank gar nicht so ein Arsch war oder ist, wie wir immer dachten. Okay, Max, 9.5.2010. Ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst. Bis du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an deinem Stuhl geklebt und doch fallend, still und verzweifelt, darum bittest, ihre Stimme zu hören, ihre Hand zu berühren, sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es. Es war komisch, bei Rachels Vater zu sein und ihr irgendwie angenehm. Auf einmal waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Drew und verbrachte etwas Zeit mit ihm und Mikey. Ich munterte Drew sogar auf, indem ich seinen Pudding stahl. Ein Sieg für alle. Nach einer gefüllten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist, ist sie immer noch darauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit ich sie treffen können. Was? Dann finde ich sie, damit sie sich treffen können. Ganz egal, wie schwierig es wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin. Ich finde es echt schwer. Manchmal hat das Ü überhaupt keine Punkte oben drüber. Das macht es mir echt schwer, manches zu lesen. Okay, los geht's. Wir haben erstmal eine Schneekugel. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Schüttel, baby, schüttel. It's the big one. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Best dad? That stuff is all politics anyway. Huh? Hmm. Das ist bestimmt ein Schlüssel unterm Sockel. Oder im Sockel drinne.
Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Wo will Mikey denn jetzt zurück? Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Tut mir leid wegen Drew, nicht deine Schuld. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch, nur die meiste Zeit, vergiss es. Das habe ich ja schon alles gelesen. Ah, die neuen Sachen hier. Genau. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew geht's so viel besser, seit du hier warst. Er sagt viel Glück da draußen. Danke. Ihm auch viel Glück. Chloe, ja, du bist stärker als alles. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ein Schlückchen Wein. More sherry. Oh, das muss sein. Ich will zumindest in der dritten alles kriegen. Schicketbusse. Oh, wow, wow. James sure keeps lots of files on people. Pro tip. When digging for secrets, try the DA's computer. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Die Mutter. Die abgeschlossene Schublade, die sehe ich. What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Arcadia Bay's least wanted. Komm, ich kann euch ja mal eben das vorlesen, was da auf dem Computer steht in der E-Mail. Und zwar hat's... Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Genau. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Es reicht, James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend, aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil, aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat, zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tue es, Sarah. Dumme Kuh. Ich mag sie nicht. Locked drawer inside locked office. Seems promising. Welcome to Shadyville. Ein Brief und ein Handy? To know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Okay, wir haben hier unbekannt. Bist du ein bisschen hoch? Okay, es heißt, du kannst mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun, ich bin kein Wohlfahrt.
Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinen Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich, mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr besser Manieren bei. Nichts? Nichts? Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Oh mein Gott. Das ist dieser Damon, mit dem er schreibt. Der hat den darauf angesetzt, Sarah loszuwerden. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Wer sonst? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Sarah, jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Hab ich. Ich weiß, dir ist das alles neu, aber so funktioniert's. Du zeigst mir den Beweis, ich gebe dir, was du willst. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Okay, Leute, aber ich verabschiede mich jetzt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.